Yoga-Asana ist die Bezeichnung eines Asana, die in einem klassischen Hatha-Yoga-Text beschrieben wird. Eventuell will Yoga-Asana einfach nur sagen Yoga-Asana. Es gibt zwei Stellungen, die als Yoga-Asana benannt werden. Zum einen kommst du zum Fersensitz und kreuzt die Füße und gibst die Knie auf den Boden. Und du machst es so, dass die Fersen rechts und links neben dem Perineum bzw. neben dem Damm sind. Bei Frauen ist dann die linke Ferse rechts neben dem Damm und die rechte Ferse ist links neben dem Damm. Du hast die Knie auf dem Boden und du gibst die Hände auf dem Boden. Zweite Möglichkeit ist Lotussitz Padmasana. Wenn die meisten Menschen vom Yoga-Sitz sprechen, meinen sie den Lotus-Sitz. Du gibst die Füße auf die gegenüberliegenden Oberschenkel und dann kannst du die Hände auf die Knie geben. Die Handflächen nach oben, Daumen und Zeigefinger berühren sich und so bist du in Yoga-Asana.